Hallo und willkommen zurück zu 7 Days to Die. Eine kleine neue Aufnahmesession jetzt nach unserem Umzug, der relativ gut vonstatten ging und das meiste ist geschafft, vieles ist geräumt, Jule hat richtig Gas gegeben. Ich habe auch versucht ein bisschen zu räumen, aber ich bin nicht so der Typ zum Räumen. Es liegt auch am Wetter. Es ist im Moment so unglaublich, so unfassbar warm und ich bin schon froh, dass ich nicht mit Kamera aufnehme. So, wir haben auch hier viel geschafft im Spiel und ich möchte mich nochmal kurz bei euch allen bedanken für das große positive Feedback. Das ist ein halber Block. Ich dachte erst, das wären zwei. Vielen Dank für die vielen Kommentare und das positive Feedback. Und wenn ihr Lust und Laune habt, dann seid ihr auch herzlich eingeladen, mal ins Discord zu kommen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und da werdet ihr eine tolle Community finden mit mehreren Game-Servern und sehr, sehr vielen sehr erfahrenen Spielern, die euch gerne weiterhelfen, wenn ihr irgendwie Fragen habt. Und ihr könnt natürlich auch mitspielen bei uns auf den Servern. Und wer Lust und Laune hat, lernt mich auch ein bisschen besser kennen, weil ich auch relativ aktiv im Discord bin und da mehrmals täglich reinschaue. So, wir haben gesagt, wir wollten zu Trader Jen. Ne? Wir haben noch 4x Eier mit Speck. Hier köchelt Kleber. Ne? Da sind noch Eier mit Speck. Da nehmen wir die mit. So, dann geht's uns gut. Wie sieht's bei den Getränken aus? 4x Tee. Nehmen wir uns davon noch eine Kleinigkeit mit. Wir könnten noch einen trinken. Lass mal einen trinken hier, ne? Lass mal einen trinken. So, und dann geht's auf zu Händlerin Jen. Das habe ich. Den Clown haben wir, lasse ich noch hier. Und dann geht's los. Ich habe ein neues Tutorial gemacht. Alles über Strom, Verkabelung und elektrische Fallen. Haben wir Benzin in der Tasche? Wir haben kein Benzin in der Tasche. Wie sieht es denn hier drin aus? Ja, muss ich mal gerade gucken gehen. Also ich habe ein neues Tutorial gemacht zu Elektrizität in 7 Days to Die. Wer das noch nicht gesehen hat oder sich dafür interessiert, der kann gerne mal in das 7 Days to Die Kompendium reinschauen. Das ist eine große Tutorial-Sammlung zu 7 Days to Die. Da wird es noch weitere Tutorials geben von mir. Wer Lust und Laune hat, der kann sich das gerne mal anschauen. Jetzt muss ich mal schauen, wo war denn Trader Jen? Wo war denn die Tante? Ach da. Gut. So. Und dann habe ich noch einige Neuigkeiten für euch. Ich habe nämlich Geld ausgegeben ohne Ende für neue Monitore. Das heißt, ihr könnt euch schon drauf freuen. Wir haben es jetzt gerade Samstag, den 17. Und in der nächsten Woche, also so bis zum 24. werde ich dann neue Monitore bekommen und die anschließen und ich schätze mal so ab dem 25. ungefähr ab dem 25. August, vielleicht wird es auch 26., 27., aber so ungefähr ab dem 25. könnt ihr dann auch 7 Days to Die hier bei mir auf dem Kanal in 4K schauen. Das ist die große Neuigkeit, die ich für euch habe. Das ist ein lang gehegter Wunsch von mir, endlich in 4K aufnehmen zu können und ich habe lange nach meinen neuen Monitoren gesucht, also, das heißt nicht unbedingt nachgesucht, aber immer wieder beobachtet, weil ich sowohl was Monitore und auch mein Audio-Setup betrifft, für Audio habe ich auch noch Geld ausgegeben, kann ich euch auch noch was zu erzählen. Ich bin da sehr penibel und ich habe relativ teure Monitore von MSI, sind jetzt keine Grafiker-Monitore oder sowas, ne? Die sind aber eingemessen, glaube ich. Ja, doch, die sind eingemessen und die haben eine sehr gute Farbraumabdeckung. Die können auch HDR, aber ganz ehrlich, HDR mache ich nicht. Das haben so wenige noch. Das lohnt sich einfach noch nicht. Aber ich brauche halt gute Monitore mit G-Sync bzw. FreeSync, die eine gute Farbtreue haben. Und deswegen kostet dann so ein Monitor, wenn du den bei Alternet kaufst, kostet der Monitor 900 Euro pro Stück. Und ich habe die für 700 Euro pro Stück geschossen. Und da konnte ich dann noch nicht mal für 650 Euro oder so, glaube ich. Ich habe es noch im Discord gepostet. Da konnte ich dann nicht mehr Nein sagen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt eintüten, mitnehmen. Weil die haben vorher so an die 1000 gekostet zwischendurch. Und das war mir dann auch zu teuer.
Naja, und viele haben zwar auch schon gesagt, mein Sound wäre gut und der Sound ist auch nicht schlecht, aber ich höre, wie schlecht der Sound leider ist hier. Also die Akustik hier in meinem Räumchen hier, wo ich hier sitze, die ist ganz, ganz miserabel. Ja, also ich höre mich ja selber auf dem Kopfhörer, ne, und das klingt nicht wirklich gut. Und ich kann da auch nichts dran ändern, soundtechnisch, weil das ist alles schon sehr gut eingestellt, aber diese ganzen Hallreflexionen, andere sagen Echos oder Schall, ja, oder so Flatterhall ist das halt hier drin, ne? Den kriegst du halt nur weg, wenn du den Raum entsprechend akustisch dämmst. Und deswegen habe ich da auch nochmal 500 Ocken auf den Tisch geblättert und habe mir bei Thomann Schallabsorber, also beziehungsweise Diffusoren bestellt. Die sollten auch die Woche hier ankommen. Und dann wird es wieder ein bisschen besser. Dann bin ich so langsam wieder zufrieden. Da muss ich noch meine Kabellage hier überarbeiten. Da habe ich auch noch viel zu tun. Ja, es wird nicht weniger, ne? Es wird nicht langweilig. Und YouTube läuft halt natürlich auch weiter. Besser als je zuvor. Hatte ich schon ein paar Mal erwähnt. Dafür vielen, vielen Dank. Ich freue mich jeden Tag darauf, eure Kommentare zu lesen und zu beantworten. Die meisten beantworte ich, wenn auch meistens relativ kurz und knapp und oftmals steht da auch dasselbe, aber ihr könnt euch sicher sein, es ist alles von mir höchstpersönlich handgetippt. Und ich habe es auch gelesen. Zu manchen gibt es nichts zu schreiben und ich will auch gar nicht ausschließen, dass ich den ein oder anderen Kommentar inzwischen übersehe, weil es sind tatsächlich so viele Kommentare geworden, wenn das so weitergeht mit den Kommentaren und Aktivität auf Discord und aufnehmen und machen und tun, dann auf kurz oder lang, je nachdem, wenn es mit dem Kanal so weiterläuft, dann werde ich sehr wahrscheinlich einen YouTube-Moderator benötigen, dann werde ich dann nicht mehr drum rumkommen. Denn es sind schon relativ viele Kommentare, also es ist wirklich so, also der ein oder andere von euch wird ja auch YouTube machen, ne? Und man ist natürlich immer froh, gerade als kleiner Kanal, wenn man irgendwie Rückmeldungen bekommt und Kommentare bekommt. Und dann lockst du dich natürlich, du bist eigentlich auch als kleiner Content Creator, du bist den ganzen Tag auf YouTube und du freust dich jedes Mal, wenn da oben eine rote 1 steht und du irgendwie einen neuen Kommentar bekommst, den du dann auch, jetzt wollte ich ausweichen und habe gleichzeitig links geklickt, dann konnte ich nicht mehr lenken. Und du freust dich natürlich jedes Mal, wenn da ein Kommentar ist, den du beantworten kannst, ne? Und wenn der dann auch noch positiv ist, umso besser. Und mittlerweile ist es so, ich log mich aus oder mache meinen Rechner mal kurz aus oder gucke einen Film abends und, es ist ja 21:45, das müssen wir uns aber beeilen. Ja, Tech Planet hätte ich gerne, 2 Stück. Hast du Aufgaben? Vergrabene Vorräte. Gib mir die Vorräte. Boah. Hat die mich jetzt rausgeportet? Habe ich die Quest noch gekriegt? Tatsache. In der letzten Sekunde die Quest bekommen. Uiuiuiui. Die hat mich beim Annehmen hat die mich rausgeportet. Weil der Händler zugemacht hat. Das war jetzt ein enges Ding. Jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Wo ist denn die Quest? 500 Meter da hoch? So, das sind ja nur vergrabene Vorräte, dann machen wir das mal. Naja, auf jeden Fall, du bist natürlich immer froh, wenn du Kommentare bekommst als kleiner Content Creator. Aber mittlerweile ist es bei mir wirklich so, ich mache meinen PC aus für ein paar Stunden. Oder gucke mal einen Film, irgendwie 2 Stunden, irgendwie sowas. Und dann mache ich YouTube auf und dann habe ich da über 15 Kommentare drin stehen, die ich dann wieder durchlesen muss. Und das passiert halt irgendwie 3-mal, 4-mal teilweise am Tag. Da steht da immer oben eine 9 plus bei mir, ja. Und ich freue mich da riesig drüber, ne. Es ist halt nur, es wird immer mehr lesen, 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 lesen. Und deswegen ist halt leider auch nicht ausgeschlossen, dass da eventuell mal ein Kommentar irgendwie untergeht und ich den übersehe. Das tut mir dann natürlich auch leid, ich schaue auch immer noch mal im Dashboard in die Kommentare rein und ich glaube auch, ich sehe die meisten Kommentare und lese sie auch durch oder mehr oder weniger alle, aber ich entdecke auch hier und da mal wieder einen Kommentar, eben noch gerade habe ich noch mal reingeguckt und da war ein Kommentar, der war 3 Tage alt
Und da habe ich dann jetzt mal drauf reagiert gerade. Und ja, ist halt, passiert halt einfach. Also bitte nicht übel nehmen. Soll nicht vorkommen. Ist nicht meine Art, Kommentare einfach so leer im Raum stehen zu lassen. Denn ich bin halt nun mal der Meinung, dass man sich die Zeit dafür nehmen sollte, solange wie man das irgendwie machen kann, sollte man sich die Zeit auch dafür nehmen, als Content Creator darauf irgendwie nochmal zu reagieren, weil ich finde halt, derjenige, der so einen Kommentar schreibt, der hat das auch verdient. Der hat mein Video geguckt, der hat sich dazu geäußert und dann meistens auch noch positiv geäußert, ja. Und dann finde ich, dann hat die Person das auch verdient, dass man da kurz drauf antwortet und was zurückschreibt. Sofern es eine Antwort bedarf. Ja, also nicht jeder Kommentar braucht ja unbedingt eine Antwort oder so, ne? So, na gut. Dann buddeln wir jetzt mal hier ein bisschen. Buddeln für Trader Jen. Und dann gucken wir mal, wo hier der tolle vergrabene Schatz liegen soll. Übrigens gab es auch eine, ich weiß nicht, war es in einem Kommentar oder habe ich es irgendwo gelesen nur oder stand es im Discord. Da ging es darum, ob das beim Questen, wenn man an einem POI questet, ne, also da an dem Haus zum Beispiel, wenn man sein Minibike davor parkt, dass die dann nicht mehr verschwinden sollen. Genauso wie irgendwie Lootkisten oder so. Also ganz ehrlich, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das ist mir und Jule zusammen im Let's Play schon so oft passiert, dass wir unsere Minibikes direkt am POI irgendwie an Gartenzaun gelegt haben und dann die Quest gestartet haben und zack, waren die Bikes weg. Also das kam schon mehr als einmal vor. Weil es ist ja so, da wird nicht nur das Haus resettet, sondern auch ein paar Meter um das Haus drumrum. Ne? Das ist, der POI nimmt ja ein bisschen mehr Platz. Man sieht da die Kante. Ich vermute mal, der POI geht bis zu der Kante da. Und wenn da euer Minibike liegt, so jetzt bei mir hier bei der Quest, bei so einem Schatz hier passiert das normalerweise eigentlich nie, aber bei so einem POI, das kann immer passieren, dass euch das Moped wegbackt oder Fahrrad. Und da würde ich mich also nicht drauf verlassen. Ja. Also parkt das Ding beim Questen lieber irgendwie ein bisschen weiter vorne und lauft die 30 Meter da zu dem POI hin. Vor allen Dingen dann, wenn ihr irgendwie auf einem Server spielt oder auch wenn ihr Konsole spielt, wo ihr eventuell kein Debug-Menü oder Kreativ-Menü habt, wo ihr nicht drankommt, um euch die Sachen dann nochmal wiederzuholen, ne? Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, da laufe ich lieber die 30 Meter nochmal. Das dauert nur 2 Sekunden oder 3 Sekunden, also die sollte man eigentlich auch an Zeit noch übrig haben. Da liegt doch schon der Schatz. Der Schatz im Silbersee. Habe ich als Kind früher mal gelesen, als ich noch Bücher las. So, dann buddeln wir noch ein bisschen weiter. Immer noch ein bisschen Lehm hier rausgeschachtet. Warum denn nicht? So. Hä? Was ist das denn? Da liegt ein zweiter Schatz. Was ist das denn? Ja. Noch so ein Soldat. Warte mal, das gucken wir uns jetzt gleich nochmal an. So, hier stehe ich. Da sind Vorräte. Da sind Vorräte. Da und da. Ich habe den noch nicht geöffnet. Sieht so aus, als wär, das sieht so aus, als wären da zwei, ne? Warum erscheint denn hier oben die Schrift? Jetzt ist es weg.
Das war nur ein Anzeigebug. Ich dachte echt, da liegen gerade zwei Schätze. Aber das kann eigentlich nicht sein, weil die Schätze sind ja immer, die werden ja immer rein gerendert in dem Moment, wo man die Quest auslöst, ne? Guck mal hier, Pfeilauflage-Mod, das ist ja geil. Und hier Feuerstoß-Mod, die werde ich zwar nie bauen. Und zweimal Tech Planet, das war noch von der Händlerin, ne? Robotikhammer Stufe 2. So, dann gucken wir mal, wo wir das Ding hier reinbauen können. Da schon mal nicht. Da ist schon eine Mod drin. Da ist auch eine Mod drin. Da geht sie nicht rein. Na toll. Na gut, dann eben nicht. So, okay. Dann schauen wir doch mal hier, was ist denn das hier für eine Bude? Bestimmt so ein 4-5er oder so, hä? Oha. Das ist dann doch noch ein bisschen heftig. Das ist noch ein wenig zu schwer für uns. Oh, kein Sprit mehr. So, dann fahren wir zurück zu Jen. Und dann schauen wir mal da. Schauen wir mal bei ihr in der Gegend rum, was wir da noch so Schönes looten können, ne? Denn wir haben ja hier eine etwas besseren Loot. Das sollte man sich jetzt nicht entgehen lassen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, 4 Stunden. Jen hat wieder nachts die Heizung angeschmissen. Ihr habt bestimmt kalte Füße oder so. So, dann können wir mal hier in Ruhe gucken, was wir hier noch so Schönes finden. Wo man hier looten könnte. Hat man nicht auch noch einen Waffenladen hier? Nee, das war woanders. Na, dann schauen wir mal hier. Ah ja. So, hier Gemüseding. Da vorne ist ein Poppenpilz. Eine Tanke. Das ist ein Crackerbook. Da gehen wir jetzt mal rein. Crackerbook ist toll. Huch. Guten Abend. So, weil hier gab es doch immer jede Menge Bücher. Keiner zu Hause hier. Eigentlich müssten hier noch gleich so ein paar von den Kollegen hier wach werden. Oh, wie gemütlich hier lesen. Nachts im Crack-A-Book. Der Bücherwurm. Gab's mal einen Erfolg in World of Warcraft. Huch! War sein Kopf auf der Theke gestoßen. So was Doofes war. Tools Digest. Stahlwerkzeuge Stufe 4. Na, das ist schon nice. Das ist wirklich schon nice. So, den können wir schon. Ist nicht schlimm. Verkaufen wir. Sazan Farming auch immer gut. Also Bücherläden hier, die sind immer richtig gut. Wiring. Das passt ja zu meinem Tutorial, was ich gemacht habe. Hier ist nix, wa? Nee. Home Cooking. Das ist ein Kneipenschläger, ja.
Kneipenterroristen kenne ich. Oh, ein Song von den bösen Onkels. Mitnehmen. Aua. Hui. So, hier war immer ein Hund. Nee, das ist Mo. Mo hat wieder Knieschmerzen heute. Mo hat's wieder mit dem Knie. Vehicle Adventures. Und Home Cooking. Das ist echt cool hier. Armored up. Wir müssten uns eigentlich mal viel mehr mit der Rüstung beschäftigen hier, ne? Aber ich sammle einfach erstmal. Ich sammle erstmal Rüstungsteile und Magazine und dann schauen wir mal irgendwann, was wir da alles draus bauen können. Das ist ja so viel geworden an Rüstungen, was man hier herstellen kann. Hier liegen echt viele Bücher drin, ne? Bowhunters. Primitiver Bogenstufe 4. Okay. Ja, noch zwei, drei Stück davon. Können ja mal gerade gucken. Bögen. Na, noch fünf. Dann wären wir auf dem Holzbogen. Also den hätte ich ganz gerne mal irgendwann wieder. Aha. Na komm. Nur der eine? Waren doch immer zwei, drei, die hier runterplumpsen. Technik Freak Band 5. Oh, Geländefahrzeug Scheinwerfermod. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Dann können wir uns ein Licht ans Moped schrauben. Da gehen wir gleich rein. Hm, neue Drogen. Die funktionieren beide. Ich habe auch sehr viele Kommentare noch bekommen zu meinen Tutorials. So überlebst du Tag 1 in der Apokalypse im 7 Days to Die Compendium. Und viele haben ein Problem, einen Kochtopf zu finden. Also richtig viele. Ja. Das kommt immer wieder der Kommentar oder so, die Frage, ich finde keinen Kochtopf, was kann ich machen? Oh, der ist feral. Also, Bauplan Helmlichtmod, okay. Draußen irgendwo. Irgendjemand hat mir auch geschrieben hier, du bekommst keine Eisenbarren mehr aus den Werkbänken raus. Schon seit der Alpha 21 nicht mehr. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ganz ehrlich, ich habe immer die Werkbänke abgeschraubt, aber Tatsache, ne, du kriegst da nichts mehr raus. Außer ein bisschen Eisen und ein bisschen Holz. Man hier hinten raus. Gab es da nicht noch eine Leiter? Da ist eine Leiter. Einmal Pilzsporen drin. Nur zweimal Kleber, immerhin, ne? So, hier oben ist doch meistens noch irgendwo ein Geier. Genau, da vorne. Oh.
So. Wir brauchen eigentlich verfaultes Fleisch, ne? Dann lassen wir hier den Geier noch mitlooten. Oh. Liegt denn da alles rum? Knochen. Können wir noch irgendwas wegschmeißen hier? Stofffetzen haben wir keine, ne? Schmeiß den Sand weg. So. Zement. Ja, ansonsten, oder wir gehen gerade mal runter ans Bike. Können wir natürlich auch machen. Gehen wir mal schnell hier ans Moped und packen einen Teil da rein, dass wir nicht wieder so viel wegschmeißen. Händlerin hat ja auch schon offen. Jo, guten Abend. So, dann framen wir uns einfach nochmal hier hoch auf das Vordach. Hier gucken. Nehmen hier alles mit. Da müsste auf jeden Fall auch noch eine. Da hinten in dem Kabüffchen, was da oben drauf steht. Da sind, glaube ich, noch ein Hund drin, ein Zombie und auch noch mal ein paar Bücher. Kriegst halt heute noch geregelt hier. So. Da möglichst nicht runterfallen. Ganz schön was los hier unten, ne? Alles voller Zombies hier. Da kriegt man viele EP, das ist gut. Hier müsste auch noch was irgendwo drin sein. Auch noch Bücher. Hui. Oh, ein Kochbuch. Siehst du mal, wie schön. Bogenteile. So, schöner Hauptloot hier, sehr gut. Da müssen wir wohl gleich nochmal. Da müssen wir gleich nochmal da unten noch ein paar Zombies wegmachen. Ich glaube, Schreitantchen ist auch dabei. Zumindest hat sich das gerade so angehört. Selbstgebautes Gewehr Stufe 3. Mittlere Rüstungen Stufe 3. Ich komm gar nicht nach mit Rüstungen bauen. Metallketten-Mod. Ein 1er Basie. Oh, ein Forger Head. Reparaturwerkzeuge Stufe 5. Das ist auch gut. Huch. Da ist irgendwas auf dem Balkon umgefallen. Ich glaube, es war unser Karton vom Sonnenschirm.
Das hat gerade geknallt. Mein lieber Mann. So, dann machen wir mal hier unten die Kollegas weg. Mal einmal hier um das Ding drum rum gehen. Huch! Zweimal Knife Guy. Die hat bestimmt immer im OP das Skalpell geschwungen. Warum sollte eine Krankenschwester sonst zwei Knife Guy Magazine dabei haben? Ein Wildschwein. Das ist voll relaxed, die Sau. Mein Schwein. Mann, oh Mann, oh Mann. So, und hier müsste auch noch irgendwo einer sein. Hier. Zunder Philipp. Gut. Schön. Hat sich doch schon gelohnt, das hier. Wenn wir jetzt noch die Quest abgeben gleich, dann haben wir wieder ein Level up. Da plumpst was raus. Bleibatterie. Gut. Na dann, auf zur Händlerin. Das hat sich doch jetzt schon richtig gelohnt, das hier. So, ich glaube, die hier, die können wir auch zerlegen. Die brauchen wir nicht mehr. Machen wir lieber die Eisenrohre da rein. Didit, didit. Oh, hier. Mo Service Electronics. Mo Power. Elektrozaun, Pfeil und Klinge. Schön. Da wären wir wieder bei meinem letzten Tutorial, ne? Alles über Strom in 7 Days to Die. Wenn euch das interessiert, 7 Days to Die Compendium Playlist. So, und dann bin ich mal gespannt, was uns Händlerin Jen jetzt Schönes anbietet hier. So, aber wir gucken mal gerade. Verkaufen, das. Machetenteile. Hebe ich mal auf. Nee, die Einmal-Taschenmod, die verkaufe ich auch. Und dann machen wir das noch ins Bike. So. Und noch was hier zum Verscherbeln? Nö, wa? Gut. Können wir eigentlich hier neu looten? Das Zeug hier irgendwie nachgespawnt? Nee. Hätte ja können sein. Hello. Good morning. Well, that didn't take long. Oh. Fertigungszeitschriften-Dingsbums-Paket. So, hast du noch mehr Jobs für mich? Befallene beseitigt. Echo Commons. Abholen. UFO-Museum. Jericho Ranch. Ich glaube, ich mache mal die befallenen Quest. Oh, I would kiss you, but you dive into my inventory. So. Das machen wir auf. Na. Lesen, 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 lesen. Basic Stufe 5. Ja, ich glaube, den spare ich mir, aber da warte ich lieber auf den Stahlknüppel oder so. So, was hast du denn hier Schönes zum
Hast du überhaupt hier was zum Lesen? Achso. Proven remedies only. Riflebird, Knife Guy, Forge Ahead. Na, die würde ich mal beide kaufen. Bogenschießen für Ranger. Knife Guy Buch hat sie noch. Home Cooking Weekly hat sie noch. Shotgun Weekly. Da kaufen wir noch zwei davon. Thanks for letting me take care of you. And be sure to tell your friends. Chemiestation. Ah, geil. Wir können in die Wüste. Wir können endlich Ölschiefer buddeln. Selbstgebaute Schrotze Stufe 5. Cool. Ach ja, die Dings wollte ich noch verkaufen. Feeling a bit under the weather. Trader Jen is here to help. Thanks for the business. Ja. Stay safe out there. Jo, vielen Dank. Tschüss. So. Dann auf zurück zum Moped. Türen zumachen, ganz wichtig. Können wir noch irgendwas da rein verfrachten? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, die eine Quest da, die machen wir dann in der nächsten Folge. Können wir schon mal hinfahren. Das ist ja eine befallene Quest. Wir fahren schon mal dahin. Und in der nächsten Folge geht es dann da weiter. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust und Laune habt, dann kommt gerne ins Discord. Wie gesagt, Link ist unten in der Beschreibung. Und vielleicht sehen wir uns ja dann da. Oder vielleicht habt ihr ja Lust, bei uns auf einem der Server mitzuspielen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.